Also wir haben einen Anruf gekriegt von der Polizeileitstelle, dass wir hier zu dem Blumengroßhandel Schünemann fahren sollen. Und die haben die Lieferung bekommen und in der Lieferung ist eine lebendige Schlange. Und jetzt müssen wir mal schauen, was da drin ist. Es kommt eben öfters vor, dass solche Tiere eben gerade über Grünlieferungen und so mit nach Deutschland eingeführt werden. Und die kommt aus Kalifornien, die Lieferung. Und da kann es auch mal sein, dass was Giftiges drin ist. Wir gehen immer so ran, dass es was Giftiges ist in der Arbeitsweise, damit wir nie leichtsinnig werden und nie leichtsinnig rangehen, sondern man muss immer vom Schlimmsten ausgehen und deswegen sehr vorsichtig, müssen ein paar Sicherheitsregeln beachten und das werden wir auch so tun und das können wir also nur außer Acht lassen, wenn man das Tier sieht und man weiß, das liegt eine 3 Meter Python oder so, dann wissen wir, wie wir rangehen müssen, aber in so einem Fall klein, wendig, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Wichtig ist immer, die Ruhe zu bewahren, zu schauen. Wir nehmen immer ein ganzes Sammelsurium an Ausrüstung mit, Handschuhe, immer Handschuhe mitnehmen. Wir haben einen Schlangenstock mit, wir haben einen Haken mit und eine fest verschließbare Transportbox. Man muss sagen, es ist glücklicherweise abgegangen. Das muss man auch wieder so sagen. Da hat wohl ein Kunde reingegriffen schon und hat das dann gesehen und hat die Hand ganz schnell wieder rausgenommen. Der Vorteil ist eben, dass es kühl gelagert ist, dass die Tiere also dann wirklich runtergefahren haben und dass sie dann ein bisschen langsamer sind. Immer gut, gleich zumachen, Deckel drauf und Fachkräfte ranholen, Feuerwehr oder was auch immer informieren, damit das gesichert wird, damit da sich nicht erst einer verletzt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, derjenige wird gebissen, die Schlange ist weg und wir wissen nie, was es war und können, wenn es giftig war, kein Gegengift bestimmen. Das ist immer gefährlich. Ja, in der Regel ist es ja so, dass die Feuerwehr oder die Polizei zuerst am Einsatzort ist und deswegen ist es wichtig, dass die geschult werden, dass die den Umgang kennen, dass die wissen, wie sie sich damit verhalten müssen. Und das müsste eigentlich noch viel mehr gemacht werden, dass die Feuerwehren und die Polizei also in der Beziehung Umgangsform gelernt kriegen, was sie tun müssen und was sie lassen sollen. Wir nehmen jetzt die Schlange mit ins Tierschutzzentrum und dort werden wir sie jetzt nochmal genauer fotografieren, untersuchen, die Ortbestimmung machen. Und dann werden wir sie in ein Terrarium stecken, in ein Sicherheitsterrarium erstmal und dann schauen wir weiter, wie das weitergehen soll mit dem Tier.